Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Videos hatte für euch am Start. Es ist mal wieder Dienstag und damit beginnt eine weitere Eventwoche in Red Dead Online. Doch wir haben nicht nur eine klassische Eventwoche vor uns, wir haben auch noch Quick Draw Club Nummer 4 bekommen. Das ist der Finale der Quick Draw Clubs und damit läuft er bis zum 27. Oktober und wird dann vom Halloween Pass Nummer 2 abgelöst, der dann wahrscheinlich so einen Monat rumlaufen wird. Und dann Ende November, Anfang Dezember würde ich mal mit dem nächsten größeren Update rechnen. Wir bekommen zwar auch noch zu Halloween eine neue Map für, ich glaube, Armadillo in Call to Arms, aber so richtiger Content dürfen wir wohl erst am Ende des Jahres erwarten. Und ich hoffe, es wird nicht nur eine Rollenerweiterung, aber dazu haben wir noch keine näheren Informationen. Falls es sich ändern sollte, werde ich natürlich Bescheid geben. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das, was heute angekommen ist. Wir gehen wie immer gemeinsam den Newsartikel durch, der ist für euch auf Deutsch übersetzt unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr nochmal selber was nachlesen wollt. Wie gesagt, das große Ding ist jetzt Quick Draw Club Nummer 4. Es gibt aber noch Boni für Call to Arms auf bestimmten Maps sowie mehr beim Verkauf von Proben als Naturkundler. Ab heute könnt ihr Mitglied im Quick Draw Club Nummer 4 werden und habt somit die Möglichkeit, euch seltene Belohnungen wie das robuste Dunster Outfit und die handgefertigte Ibarra-Variante der Mauser-Pistole zu verdienen. Schaut euch alle Belohnungen des Quick Draw Clubs Nummer 4 hier mal genauer an. Ich zeige euch einfach mal alle Ränge durch. Die meisten sind halt Patronenschutz für bestimmte Waffen, die noch gefehlt haben. Meistens jetzt für die Schrotflinten. Dann haben wir noch Fotofilter, Gesten, Posen. Ihr wisst das Ganze, was jetzt nicht allzu spannend ist. Die größten Highlights sind halt das Dunster-Outfit, was aber auch mal wieder auf alle möglichen Klamotten aufgeteilt wurde. Das heißt, es gibt auf einem Rang das Halstuch, auf einem anderen Rang gibt es die Stiefel, auf einem anderen Rang gibt es die Hose. Früher bei alten Outlaw-Pässen gab es halt ein Outfit am Anfang und ein Outfit am Schluss und die bestanden halt logischerweise aus mehreren Teilen. Das war ziemlich cool und jetzt werden halt nur Teile dieser Outfits nochmal für richtig viel Gold verkauft, die wiedergekommen sind, aber darum kümmern wir uns gleich. Falls ihr die drei vorangegangenen Teile des Quick Draw Clubs besitzt, erhaltet ihr beim Kauf des vierten den Halloween Pass Nummer 2 kostenlos, der später in diesem Monat erscheint. Den wird man dann also ab dem 28. Oktober erwerben können. Wie lange der genau läuft, wissen wir noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Monat sein wird, weil der ja auch wieder so 20 Ränge haben wird. Und ab dann können wir hoffentlich endlich wieder mit richtigem neuen Content rechnen. Nicht nur eine Rollenerweiterung, aber mal gucken, was uns da erwartet. Da gibt es diese Woche auch noch Boni für Call to Arms. Die hiesige Bevölkerung ist den Banditen, die in der Prärie Orte und Höfe belagern, zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen. Kurz gesagt, die Menschen in Blackwater und bei McFarlane's Ranch brauchen eure Hilfe. Bis zum 7. Oktober braucht nur die Stadt Blackwater und eure Unterstützung in Call to Arms, wofür ihr mit 50% mehr Reddit Online Dollar und XP belohnt werdet. Vom 8. bis zum 11. hingegen bitten dann die Bewohner von McFarlane's Ranch um eure Hilfe, wofür ihr die gleichen zusätzlichen Auszahlungen bekommt. Interessant, sowas gab es in der Art bis jetzt noch nicht, dass eine Aktion auf verschiedene Zeiträume innerhalb einer Woche aufgeteilt wird. Normalerweise läuft ja alles von Dienstag bis Dienstag. Aber diesmal bietet die Blackwater Map zwischen dem 5. und dem 7. Oktober mehr und zwischen dem 8. und dem 11. Oktober gibt es dann die gleichen Boni bei McFarlane's Ranch. Möchte ich zumindest mal lobend hervorheben, da Rockstar sowas bisher noch nicht gemacht hat. Eine kleine Anstrengung ihrerseits und mal etwas Kreativität. Vielleicht kann man sowas auch noch auf andere Aktionsräume dann mal übernehmen. Ich hoffe zumindest aber, was ich auch schon mal erwähnt hatte, was sie gemacht haben, diese gesteigerten Belohnungen, dass wenn man zum Beispiel 2 Sammlersätze verkauft, dass man dann eine Belohnung bekommt, bei 5 Sammlersätzen noch eine größere Belohnung, bei 10 Sammlersätzen in der Woche noch die größte Belohnung. Das haben sie auch schon lange nicht mehr gemacht und dafür habe ich sie damals auch lobend erwähnt. Also, wer weiß, ob sowas jemals nochmal vorkommen wird. Dann gibt es noch Boni für die Naturkundler. Miss Harriet Davenport braucht dringend Proben von Wildtieren, spürt sie auf, betäubt die ungezähmten Geschöpfe und verkauft ihre Proben bis zum 11. Oktober für die doppelte Menge Reddit Online Dollar und Rollen-XP. Alle Spieler, die in dieser Woche Reddit Online spielen, erhalten beim Login zudem 3 Raubtier- und 3 Pflanzenfresserköder, etwas, das wirklich niemand im Spiel benutzt, wirklich, wirklich niemand. Absolut useless, verstaut nur mal wieder Platz in der Lagertruhe. Und ja, was das angeht,
für die doppelte Rollen-XP. Ist ganz nett, wenn ihr halt den Naturkundler noch leveln müsst, was in der Regel recht lange dauert von allen Rollen, ist das die erste, die Leute nicht fertig gelevelt haben. Das mit den doppelten Dollern ist zwar auch ganz nett, aber in Wahrheit lohnt es sich trotzdem mehr, die Kadaver direkt zu verkaufen bzw. bei Crips im Lager verarbeiten zu lassen. Aber es gibt ja auch die kleinen Kadaver, sowas wie Füchse, Biber und so weiter, wo ihr die Probe entnehmen könnt, den ganzen Kadaver aufs Pferd packen könnt, das Pferd dann wegschickt, wieder herholt und dann könnt ihr auch bei Crips im Lager den Kadaver immer noch verkaufen. Ist also durchaus immer noch möglich, hier doppelt abzugreifen, falls ihr das möchtet. Und wer der Naturkundler auf Rang 5 oder höher gebracht hat, erhält 5 Tarntonika und 200 Schuss Betäubungsmunition, ganz netter Bonus. Und bringt ihr Harriet 3 Proben, erhaltet ihr einen Gutschein für 2000 Naturkundler XP und ein Angebot für 40% Rabatt auf einen Naturkundlergegenstand, der Stufen angehend oder aufstrebend. Interessant ist halt, der Gutschein für Leute, die die Rolle noch nicht fertig gelevelt haben, ist quasi ein Gratis-Level. Und mir wäre persönlich lieber gewesen, einfach nur 2000 XP zu bekommen, damit man einfach auch den Pass wieder leveln kann, denn so ist das leider nicht brauchbar dafür. Wer lieber Jagd auf Wildtiere macht, statt zu betäuben, erhält ein Angebot für 40% Rabatt auf einen Naturkundlergegenstand der Stufen etabliert oder anerkannt für das Häuten eines legendären Tieres. Geht zu Gasses Geschäft und stellt einen beliebigen Gegenstand her, um ein Angebot über 30% Rabatt auf den Elefantentöter und 50 Schuss Nitro-Express-Munition zu erhalten. Immerhin ein paar gestaffelte Aufgaben und hier muss man sich auch entscheiden, was man davon macht. Man kann aber wahrscheinlich auch einfach beides machen, wenn man das möchte. Und ja, die Gutscheine sind halt auch wieder nur 30-40%. Das ist meistens auch, was es bei einer Eventwoche normalerweise so gibt. Von dem her wartet da einfach ab. Irgendwann wird alles Mögliche vom Naturkundler auch noch rabattiert werden. Auch der Elefantentöter und so weiter. Müsst ihr es nicht unbedingt per Aktionswoche machen. Käufer des Quickdraw Clubs Nummer 4 erhalten obendrein eine Belohnung für 5 Pheromone legendärer Tiere und ein Angebot für 10 Goldbarren Rabatt auf die Probenausrüstung. Die Belohnungen und Angebote werden innerhalb von 72 Stunden ausgezahlt. Also immerhin 10 Goldbarren Rabatt auf den Naturkundler, der 25 Gold kostet. Kann man schon mal machen, so einen 20%igen Rabatt. Ach nee, 40% sogar. Ja, also der Naturkundler ist von allen Rollen meiner Ansicht nach die schwächste. Trotzdem, wenn ihr schon alle anderen durchgelevelt habt, habt ihr eh nichts anderes zu kaufen. Es gibt außerdem noch den Bonus zum Verkauf von Fisch beim Schlachter. Schlachter im ganzen Land brauchen eure Hilfe, denn die örtliche Bevölkerung giert nach Fisch. Verkauft ihr die Wassertiere beim Schlachter, erhaltet ihr in dieser Woche 50% mehr Dollar. Das gab es schon lange nicht mehr, dass es einen Bonus auf den normalen Metzger gab. Ja, wer den Outlaw Pass Nummer 3 ausgelassen hat, kann jetzt beim Büchsenmacher die rote Lackierung für seine Waffen kaufen und modische Gesetzlose können derweil Bill Williamsons Outfit, das Deadham Outfit sowie den Birdle Hut von Madame Nazar erwerben. Kostet halt mal wieder extrem viel Gold, alleine dieser Anglerhut ist glaube ich schon über 10 Goldbarren teuer. Müsst ihr euch halt genau überlegen, ob ihr das machen wollt, aber wenn ihr sonst nichts damit anstellen könnt mit den Goldbarren, vielleicht eine Überlegung wert. Es gibt dann wie gesagt noch ein paar Rabatte, es gibt an sich schon den Naturkundler 5 Goldbarren günstiger. Es gibt 30% Rabatt auf essentielle Gegenstände wie das Varmint-Gewehr und Harriets Tonikas. Es gibt beim Büchsenmacher 30% Rabatt auf den Bogen, den verbesserten Bogen. Die Angel ist diese Woche 40% günstiger und alle Köder um die Hälfte reduziert. Und in den Ställen gibt es diese Woche 30% Rabatt auf alle Tinker. Und Schneider in den Staaten bieten zudem 40% Rabatt auf ihre Auswahl an Stiefeln an. Wow! Wenn ihr euren Rockstar Games Social Club Account mit dem Twitch Prime Gaming verknüpft habt, bekommt ihr bis zum 25. Oktober 40 Capitalei und ein Angebot über 50% Rabatt auf die Mauserpistole. Immerhin, was ich cool finde, ist, dass hier wirklich mal ein bisschen was verknüpft wurde. Es gibt einen Bonus auf Fische, also ist die Angel günstiger. Es gibt über Twitch Prime Gaming die Mauserpistolen günstiger und es gibt halt eine Ibarra-Variante für die Mauserpistolen im Quickdraw Club und so weiter. Das finde ich ganz nett, aber insgesamt eine durchschnittliche Eventwoche. Der Pass ist halt das Coolste dabei. Ihr habt mal wieder was zu leveln. Schreibt mir gerne, wie lange ihr gebraucht habt oder wie kurz nur, um den schon durchzubekommen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanamgitschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Chris der Joker, René, Markus Matze, Big Chris TV, Lel Assassin, der Lukas, Gerald, Chili Tom, Christian, Kimmy, Grey Shooter, Adias offiziellen Noxy Sonic, Mary, Eifred und der Postler.
Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, cut und ciao. Boom, ba-ba-dam, boom, ba-ba-dam-bam, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.